Ja, und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Mein Name ist Telle. Ja, ich höre mich ein kleines bisschen verschnupft an. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu schlimm ist. Ich weiß. Ich mache aber hier gerade so ein kleines Let's Play. Und zwar in Winsenburg fahren wir heute mal die 126 nach Pasepiepen. Oder Pasepiepen. Das ist noch die alte Version des, haben wir auch noch Tracky an. Normalen Winsenburgs, ja. Ich habe gedacht, ja, ich habe noch so ein Backup gehabt und da dachte ich mir einfach mal, nimmst einfach mal die Version, fährst mal eine Runde die 126 nach Pasepiepen von Gardenlegen Ortsmittel und ja, oh, das ist jetzt nun mal der Fall. Gestern ist auch noch zudem herausgekommen der Hotfix V5 und da habe ich mir einfach mal gedacht, das wäre mal ein bisschen passend. Ja, so mit Drehzahlmesser und so, das fand ich sehr interessant. Ich werde aber auch jetzt erstmal die Nummer machen. 2600. Ich habe auch noch diesen, diese eine Mod drin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das richtig, ich habe zwei, Ibisse drin. Ich weiß, es hört sich blöd an, aber, was soll man machen? Ich bin einfach zu blöd oder zu schäl dafür, glaube ich, um, ja, das zu ändern. Irgendwie. Ach nee, das haben wir doch nicht drin. Naja, sei es drum. Aber wie ihr seht, in Hotfix V5 hat sich was geändert. Und zwar haben wir jetzt hier einen kleinen Drehzahlmesser. Finde ich sehr interessant. Gab es wohl auch mal in einem H530. Ich kenne mich da nicht aus. Ich werde jetzt auch mal die Bremse durchdrücken und so. Wir fahren auch schon jetzt gleich los, weil wir haben nur noch eine Minute und 1,5 Minuten Zeit. Ich habe einfach mal gedacht, das wäre mal so ein kleines passendes Let's Play. In letzter Zeit wird ja diese Pilzko Poloni, ach egal, ich bin jetzt gerade sowieso nicht ganz bei Verstand. Meine ganze Nase ist zu, mein Hirnwasser läuft aus. Und ja. Ach ja, man sollte auch noch hier was ändern. Ich muss das gleich mal einstellen, das sehe ich nicht. Eine Tageskarte. Ja, ich mache das jetzt im Stellverfahren, weil wir müssen auch gleich los. Ich mache dann jetzt auch mal die Tür zu und stelle das mal so ein. Dann haben wir ja hier noch, ja, ich sollte denn jetzt... So. Das müsste erstmal reichen. So. Ich denke, wir fahren jetzt auch mal los. Ich hoffe, dass ich die Strecke hier soweit noch ganz gut kenne. Hilfsheilhammer an, weil ich bin ja, wie ihr wisst, ein Orientierungslegastheniker. Ich dachte mir einfach mal, ja, das wäre doch mal so ein passendes Let's Play. Einfach mal, um zu zeigen, wie die alte Version noch war von der V2015. Tut mir leid, dass ich halt ja, mir gedacht habe, mit zur Nase ein Let's Play zu machen. Aber ich wollte das unbedingt mal. Ich habe gedacht, so, was fährst du denn jetzt? Ja, und da dachte ich einfach mal die V1 in dem Sinne. Die ist ja ein bisschen enger gestaltet, deshalb fahre ich jetzt auch keinen, fahre ich jetzt auch keinen, Gelenkbus. Guten Tag. Ja, guten Tag, Tag. Hallo, hallo, hallo. Fährt ein U-Boot. Es geht. Eigentlich eine Zahl. Halbe Stunde? Oh, passt. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie lange diese Runde noch ging. Ja, das sind noch die alten Ansagen, die ich übrigens ein bisschen besser finde als die neuen, die damit geliefert wurden.
Also der Fall zeigt mir jetzt rechts. Pasepiepen. Also. Ich schalte mal hier, das ist besser. Ich weiß auch gar nicht, warum heute irgendwie so ein Patch rauskam oder so. Also bei mir zumindest. Ich habe OMSI gestartet und dann dachte ja, Update und so. Ja. Komischerweise fand ich das als gar kein Update, weil die Versionsnummer von der ist immer noch dieselbe. Ja, Typen, tut mir wirklich übrigens leid, ich mache demnächst kein Let's Play, aber ich habe ja gesagt, dass ich öfters mal ein paar Videos raushauen möchte. Es war wieder so ein Punkt, wo die nicht einsteigt. Ist dann, wenn ich schon einen gewissen Punkt erreicht habe. Ach, jetzt. Jetzt will sie einsteigen. So. Wir wissen, dass die V1 nicht so performancefreundlich war. Ist V2015 am Bahnhof auch nicht, aber sie ist performancefreundlicher. An manchen Stellen auch ein bisschen breiter. Deshalb. Und hier möchte ich auch mal, falls Morphy dieses Video sehen sollte, was ich glaube, möchte ich auch erstmal bei ihm herzlich bedanken für diese Mod, dass er die noch so weiterentwickelt. Vor allem hier mit dem Drehzahlmesser. Also finde ich richtig klasse. Ich mag das. Deswegen, also, ja, ich kann jetzt leider nicht antworten, wer mir da auch immer geschrieben hat. Ja, ich weiß, ich hab dich auch lieb, ja. Deshalb, tut mir leid gerade für diese Ignoranz. Ich könnte ja gleich einfach mal gucken, aber ich lasse es mal lieber. Ist nicht so professionell, wenn man da halt antwortet. Glaube ich. Ich sollte echt mal den Verkehr mal wieder ein bisschen höher drehen. Den habe ich mal testweise ein bisschen runtergedreht, weil mir das ein bisschen zu viel Verkehr war. Aber wie man sieht, hier fährt ja kaum was. Sollte ich echt mal wieder höher drehen, ja. Aber ich habe mal so ein Video gesehen über Performance und so. Ja, und da dachte ich mir, ja, stellst du mal einfach mal so ein, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig Verkehr. Deshalb, ja. Wie ihr seht, es ist eigentlich eine Autobahn und hier ist nichts los. Vielleicht mache ich auch demnächst mal so eine andere Linie vom Passepiepen nach, weiß ich. Oder zum stillen Winkel mal ein Let's Play. Ja, einfach mal gucken, was da alles noch so folgt. Es kommen ja noch neue Karten heraus, so, und darauf bin ich ja auch sehr gespannt. So Lemmental V3 und so. Ah, hier ist ja echt nichts los, ey. Toll, super, hast du klasse gemacht. Ich werde mich auf jeden Fall mal dranhängen, dass ich die Verkehrslage ein bisschen höher setze. Weil ein Auto, ach, zwei, es sind doch noch welche da. Ja, zu damaligen Zeit war Winseborg echt Hammer, also man muss echt sagen, auch so die Gestaltung ist echt noch nice. Einzige, was hier wirklich nicht so der Fall ist, sind so die eigenen Kreuzungen, aber das war halt damals so. Ich finde, man kann sie eigentlich auch heute noch nutzen, aber
Ja, ist halt nicht so praktisch, wenn die dann die KI und so. Weiß nicht manchmal, ob sie irgendwie links blinkt und dann fährt sie rechts. Ja, komm, Guten Tag. steig in. Einmal Ach, da normal, will er bitte. noch einen Kater haben. Ja, ich werde mich auch mal angewöhnen müssen, an einem Let's Play die Karten zu verkaufen. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt weniger Lust, Zeit, wie auch immer. Eigentlich hätte ich ja auch gedacht, dass ich hier diesen Aktron-Drucker drin habe. Komischerweise ist es nicht der Fall, aber ich glaube, da hat sich ja was geändert in dem Patch. Deswegen muss man das ja auch wiederum, glaube ich, wieder reinbauen. Bauen. So. Ich bin mal gespannt. Also, wir sind jetzt gerade bei Bockdorf Kirche und da kommt ja alles noch so hinzu. Dann sind wir bei 12:15 Uhr, halbe Stunde. Passt. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze wieder aufteile oder nicht. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Je nachdem, wie sich das mit den Rändern und so. Ich glaube, das werde ich schon komplett zeigen. Wäre ja blöd, wenn man so abgehackt sieht. So. Hier fahren wir mal wieder weiter. Mal wieder eine, die nicht einsteigen will, dann hat es ein Pech. Kann ich nichts machen. Ah, jetzt will sie einsteigen, jetzt hat sie Pech. Dann hat sie jetzt Pech. Ich kann jetzt nicht normal anhalten, wenn ich weitergefahren bin. Ich glaube, das ist so geregelt. Oh mein Gott. Ich liebe diese Stängel hier. Ach du Scheiße, hier ist jetzt Maria prophetlicher. Das wird jetzt lustig. Hoffentlich komme ich da durch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kollision an. Ich Guten weiß gar Tag. nicht, ich werde es jetzt auch nicht testen. Ach, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Nase noch mehr zugeht und irgendwann höre ich mich total nasal an. Ich glaube, da tue ich jetzt schon. Aber was tue ich nicht für meine Zuschauer, für meine Abonnenten? Übrigens freut es mich, dass ich überhaupt welche habe. Weil davon abgesehen. Ach du Scheiße, ich fahre hier einfach ein bisschen zu schnell. So. Burgfelde Hüldenstraße. Aha. Guter Tag, guter Tag. Hallo. Guten Ups, Tag. das war der falsche. Aber so könnt ihr schon mal gucken. Ich bleib dann immer mal so gerne hier stehen, weil die KI und so, ich weiß nicht, wie sie fährt. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran. So, wird's was heute noch mit der Ampel so grün und so. Der hat natürlich nicht, also der Mofi, der hat jetzt nicht nur, wie heißt es, diesen Drehzahlmesser mit eingepflanzt. Also das ist ja auch optional, das ist nicht, wenn man jetzt Hotfix drauf macht und er ist da, sondern das ist optional. Das muss man dann halt in der CTI-Datei ändern. Er hat es auch geschrieben.
in seinem Post, wie das funktioniert. Komischerweise verstehen das manchmal wieder nicht. Verstehe ich zwar nicht, aber naja, ist dann halt so. Der hat auch noch hier Nothähne hinzugefügt, die auch funktionieren. Glaube ich, sollten sie. Ja, funktioniert. So. Also das war jetzt immer so als Test. Wie ihr sehen könnt. Um euch das nur mal zu zeigen. Finde ich klasse, also was er daraus macht. Oh mein Gott, ey Leute. Ich mache nie wieder ein Let's Play, wenn ich etwas erkältet oder krank bin, ey. Aber was heißt denn krank? Erkältet. Erkältet ist die beste Beschreibung. Krank ist anders. Ich meine, ich bin ja schon so krank, also. Mal davon abgesehen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig bin. Dass ich keinen Ball hier verpasst habe. Ja, Gott, wie sich die alte Version im Gegensatz zu der neuen Version verändert hat. Ich glaube, das war hier gar nicht mehr, ne? Also ich meine hier das da. Ah ja. Hat er, glaube ich, richtig abgemessen, so dass man als Bus noch reinguckt, so. Um uns zu ärgern. Klar ist jetzt nicht das beste Repaint für die Map, aber bei der einen, bei dem Winsburg Repaint, was ich habe, hat er leider weiße Texturen, warum auch immer, leider. Ich hätte gerne auch das Winsburg Repaint genommen, aber ist leider nicht der Fall, dass es so funktioniert. Kann ich nichts machen. Deswegen habe ich jetzt alternativ BSM genommen. Und, ja. Ich wollte auch keine Werbung machen für ein anderes Repaint. Ein normalen Fahrschein. Jo, ja, ja, normalen Fahrschein. Da, 2, 30, 2. So, bitte. So. Aber es hat sich ja echt, ach, drei Grenzen. Ach, cool. Schmalebach, okay. Ja, schmal ist es hier auf jeden Fall. An manchen Stellen. Und ich finde das überhaupt sehr nice gemacht mit dem kleinen Drehzahlmesser. Ich weiß nicht. Fand den nicht schlecht. Also finde den nicht schlecht. Fand. Ich rede hier schon von der Vergangenheit, lol. Hoffel, der hat lol gesagt. Eigentlich ist es umgekehrt, aber egal. Ihr merkt schon, dass ich nicht so ganz dicht bin. Ja, wird's heute noch was? Erstmal hier die KI durchlassen. Der Dia hat ja Vorfahrt. Ah ja. Oh Leute, echt jetzt. Oh. Eben gerade habe ich über zu wenig Parkett gemeckert, jetzt ist es zu viel. Naja, kann man nichts machen. Ich hoffe, dass ich überhaupt hier richtig fahre. Ich weiß gar nicht, Pase piepen. Ich kann mich schon sogar. Ich bin die schon so lange nicht mehr gefahren, dass ich nicht mal mehr weiß, wie das hier funktioniert. Ey. Ach, werden wir aber gleich sehen. Ich fahre hier schon wieder 10 km zu schnell. Ja. Hüsken. Aha. Hüsken. Hallo. Übrigens.
übrigens ist das hier der 479er LH oder so. Egal, ich kenne mich damit nicht aus. EEVZF. Ich finde, der hört sich am besten so an. Alle anderen hören irgendwie sich so, ja, naja, es geht. Also es ist nicht mein Geschmack, ne, also die hören sich wahrscheinlich sehr gut an, aber mein Geschmack ist es nicht. Ich habe jetzt auch keine realen Wetter, ne? Ja, super. Ah, egal. Kann man nichts machen. Ist ja sowieso schon wieder 15 Grad draußen oder 10. Wir haben ja keinen Winter, wir haben ja wieder Hochsommer. Neuhof. Weiß es nicht. Und jetzt glaube ich keine aussteigen, hallo. Deswegen kann ich jetzt auch wieder. Hallo. Boah, meine Nase, die ist jetzt vollkommen hallo. Zu. Eine Frage hatte bitte. Im Normalfall würde ich jetzt eigentlich mal Tempo nutzen, aber danke, ich lasse es jetzt mal. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Danke. Bitte. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Ja, wie die Texturen sich hier mal wieder aufbauen in letzter Zeit. Ah, herrlich. So hab ich's gern. Im Dreistein. Übrigens, ich fahre hier mit 3 Kacheln. Also 3 Nachbarkacheln. Ja. Wie man sieht, ist es eigentlich eine gute FPS hier. Das liegt aber auch an dem Bus, weil hier keine keine Spiegel gerendert werden müssen. Das ist ja natürlich nicht so der Pralle hier. So will kein einsteigen mal wieder. Wahrscheinlich, weil ich nicht nah genug bin. Und da wir ja jetzt nach Parsepiepen wollen. Parsepiepen? Parsepiepen? Ach, das heißt Parsepiepen. Ach du Jesus. Aber entweder bin ich falsch oder. Ich hab gedacht, Parsepiepen. Wie komme ich auf Parsepiepen, Alter? Parsepen also ist es. Also da links. Schön. Also wir fahren nach Parsepen, nicht Parsepen. Ah, ich habe immer Parsepen im Kopf gehabt. Herrlich. Also Parsepen oder so. Ach, ich weiß auch nicht, ey Leute, ihr wisst schon, was ich meine. Ah, verzeiht mir das heute, ey. Dim, 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 die Rot, die Rot, die Rot, die Rot, die Rot. Wie viele Haltestellen haben wir denn noch vor uns? Ach, wir sind ja schon gleich da. Ist nicht wahr. Oh. Ist das Let's Play doch auch gleich schon wieder zu Ende, wa? Wie gesagt, also ich werde jetzt auch ein bisschen vorproduzieren. Es wird dann mal halt, falls da irgendwie ein neuer Release kommt und so, was dazwischen kommt, also wenn nichts dazwischen kommt, werde ich natürlich erstmal ein paar neue Maps zeigen, falls welche in der Zeit rauskommen. Ich hoffe, dass ich das alles so packe. Natürlich warte ich jetzt erstmal, bis die Erkältung ein bisschen abgeklungen ist. Dann habe ich noch andere Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel für meine Zukunft mich darum zu kümmern, dass ich mir meine Schule dort
als Schulplatz wieder bekomme. Weil ich möchte die Schule weiterhin besuchen, wo ich war. Vor allem sehe ich dann da meine alten Kollegen, meine Klassenkameraden. Weil die wollen auch die Lehre noch weitermachen. Und deswegen gucke ich zu, dass der Herr auch meine Bewerbungen bekommt. Aber dazu müsste ich dann nachher auch nochmal anrufen. Das werde ich auch tun. Und mich nochmal informieren, ob die E-Mail auch angekommen ist, weil die am Freitag, die ich geschickt habe, die scheint wohl nicht angekommen zu sein. Haben wir aber Glück gehabt, wa? Im Passiv, also. Mein Gott, der kommt aber manchmal echt nicht vom Fleck. Im Passiv. Also. Mal wieder eine kleine Lehrstunde hier habt. Passiv. Wie kommen wir auf Passiv? Ist ja schlimm, ey. Na, ich komme da nicht drauf klar, Leute. Merkt ihr schon, ey. So. Da wären wir im Passiv. So. Ah. Ist okay. Wir sind nun im Passiven angekommen. Ich weiß, BSM nicht gerade der perfekte Repaint, aber was soll's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten lasst bleiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht, wie auch immer. Euer Zelle.